Hi, jetzt mal für euch das ABC etwas anders. Und zwar in der Lautsprache. Das heißt, ich singe die Buchstaben so, wie wir die in den Wörtern, die wir sprechen, auch wirklich benutzen, wie sie klingen. Okay, jetzt für euch das ABC. A. B, C, D, E, F, G, H, I, U, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, F, W, das war das ABC in der Lautsprache. Ja, das war das ABC, das tat doch gar nicht weh. Wie? Ihr möchtet das in der Lautsprache nochmal hören? Ja, okay, dann fangen wir nochmal an. A, B, C, D, E, F, G, H, I, U, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, F, W, X, U, ja, das war das ABC in der Lautsprache. Ja, das war das ABC, das tat doch gar nicht weh. Ja, ich habe natürlich viele Menschen gefragt, wie denn so manche Buchstaben wirklich in der Lautsprache auch ausgesprochen werden. Da ist zum Beispiel der Buchstabe C. Ganz, ganz schwierig. Der wird auch mal K genannt oder Z oder Sch. Also wenn wir diese Sch-Laute sprechen, da ist ja das C auch mit eingebunden, wenn wir die Worte schreiben. Es ist etwas schwierig, bei manchen Buchstaben den richtigen Laut zu treffen. Auch beim Z und beim S, also beim Z und beim S. Also die Unterschiede so ein bisschen darzustellen. Ne? Also wenn ich was nicht richtig ausgesprochen habe, dann schreibt es mir ruhig in den Kommentaren. Dann bin ich gern bereit, da zuzulernen. Okay, also ich bedanke mich und mach's gut. Tschüss.